Wer hier mit dem Fahrrad unterwegs ist, muss aufpassen wie ein Luchs. Denn viele Radwege im Burgenlandkreis sind übersät mit Schlaglöchern und Pfützen. Hinterlassenschaften des schweren Hochwassers im Juni. Doch für mehr als 7 Millionen Euro sollen die Radwege nun wieder schick gemacht werden. Auch viele kleine Brücken und Beschilderungen werden erneuert. Das Geld dafür kommt vom Land. Schon im Sommer sollen alle Radwege wieder hergerichtet sein.